Willkommen beim Interview des Monats. Unser heutiger Gast, Karl Lauterbach. Hallo, Herr Lauterbach. Hallo, guten Abend. Herr Lauterbach, Sie sind der wichtigste Epidemiologe aller sozialdemokratischen Parteien auf der ganzen Welt, Marketingpraktikant ohne Perspektive oder Abschluss und darüber hinaus die personifizierte psychische Herausforderung schlechthin. Befinden wir uns bereits in der zweiten Welle? Aus meiner Sicht sind wir in der zweiten Welle. In der was? Aus meiner Sicht sind wir in der zweiten Welle. In der zweiten Welt oder was? Also weil die Zahlen steigen ja schon seit Wochen an, zuerst langsam und jetzt etwas stärker. Das ist typisch für eine zweite Welle. Und von daher ist der Verlauf eigentlich also sehr bezeichnend für eine zweite Welle. Jetzt hört man ja immer wieder von Schwurblern und Verschwörungstheoretikern, dass je mehr getestet wird, desto mehr positive Testergebnisse dabei dann auch rauskommen. Unabhängig davon, ob es jetzt tatsächlich eine Infektion ist, beziehungsweise sogar eine Erkrankung, ein schwerer Verlauf oder eine Hospitation oder sogar ein Todesfall. Ist es nicht so, dass wenn mehr getestet wird, auch dementsprechend mehr Positivtestungen herauskommen? Zunächst ist es so, wir haben mehr Tests, aber wir haben auch mehr positive Fälle pro Test. Moment, ganz kurz. Also ein Test, mehrere Ergebnisse, also jetzt oder teilen den sich jetzt mehrere? Verstehe ich nicht so ganz, Herr Lauterbach. Das heißt, die Anzahl der positiven Tests pro durchgeführten Test steigt und die Zahl der Tests, die wir derzeit machen, steigt nicht weiter. Ach so, also man macht jetzt einen Test und da hat man dann 10 Ergebnisse, sagen wir mal 5 positive, 5 negative oder 10 positive oder 5 oder 10 negative auch, aber man braucht im Prinzip nur noch eine Person. Also man kann sich Leute sparen im Prinzip. Man macht also mit einer Person macht man 10 Tests. Nein, Quatsch, mit 10 Personen macht man, nee, ist auch richtig, auch falsch. Also man macht mit einer Person macht man einen Test und kriegt 10 Ergebnisse, zum Beispiel 5 oder 10 positive oder negative. Oder nur positive oder nur negative, aber insgesamt braucht man definitiv weniger Leute, um überhaupt testen zu müssen, weil wenn ja pro Test mehr Ergebnisse vorliegen, nee, ist auch falsch, oder? Das kann man sagen, in der Tat. Und daher haben wir auch leichtere Fälle. Ja, aber das ist doch was Gutes, oder? Weil wir damals die Fälle, die wir bekommen haben, im Wesentlichen als symptomatische Fälle bekommen haben. Und jetzt testen wir viele an, nicht symptomatisch. Also quasi gesunde? Und daher sind auch nicht so viele schwer krank, wenn man sie also positiv testet. Aber es ist insgesamt eine höhere Zahl von positiven Tests, die wir in den letzten Wochen beobachten. Ja, vielen Dank, Herr Lauterbach. Also ich würde sagen, nach Ihren Ausführungen sieht es gar nicht so schlecht aus, oder? Aus meiner Sicht sind wir in der zweiten Welle. Aus meiner Sicht sind wir in der zweiten Welle.